Hey, ja, gut. Ich hab mir gesagt, dass ich den Blog schon seit Tagen plane. Ich gebe zu, diesen Blog wollte ich schon ungefähr seit letztem Sonntag hochladen. Bin aber irgendwie mit dem Schneiden nicht so richtig dazu gekommen. Und ich muss sagen, Schneiden ist auch nicht immer unbedingt meine Leidenschaft. Also ich bevorzuge es, die Videos ungeschnitten euch zu präsentieren. Aber heute habe ich mich jetzt hingesetzt, habe das Video geschnitten und hoffe natürlich auch sehr, dass es euch gefällt. Es ist wieder mal ein kleiner Blog, dieses Mal zum Thema mein Hase. Mein Kanal soll ja sozusagen immer einen Teil meines Ichs spiegeln. Und deswegen, mein Hase ist natürlich ein sehr großer und wichtiger Teil meines Lebens. Und ja, deswegen dachte ich, ich lasse euch jetzt mal an der kleinen bis großen Änderung in Isas Leben teilhaben. Ich habe es euch in mehrere kleine Teile aufgenommen und hoffe jetzt natürlich, werde die jetzt zu einem größeren Video zusammenschneiden. Ich hoffe, dass es euch gefällt und wir sehen uns am Ende vom Video wieder. Hier startet das Video. Falls euch Isa nicht interessiert, einfach nicht weitergucken. Ist ja auch nicht schlimm. Also dann, ciao! Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Licht im Hintergrund nicht voll überblendet, aber... Ich wollte euch einfach mal Hallo sagen und einen guten Morgen. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde wach und unser Nachbar sägt schon die ganze Zeit mal wieder. Das heißt aber im Klartext, wir haben bald Sommer. Yay! Und ja, ich dachte, ich melde mich mal hier so von meinem Bad. Ich habe gerade noch Zähne geputzt schnell und jetzt ist doof, dass man kein Geruchsvideo hatte, dann würde ihr wenigstens dieses Minzige riechen. Nun schrubbt mich da stundenlang mit der Minze die Zähne. Naja, egal. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Mom und zu meinem großen Bruder, mal ein bisschen Zeit mit denen verbringen, wenn wir irgendwie sonst gerade auf die Schnelle habe ich nichts anderes vor. Dann wird sich heute noch was Großes bei meinem Häschen ändern. Die nackt seit ein paar Tagen ständig ihr Häuschen an. Und jetzt hat die da, also vor ungefähr, lasst mich schätzen, 3 Monaten ist der ihr Häuschen gekracht. Hat aber auch viele Hasen überlebt. Und jetzt mussten wir da an der Seite das Häuschen kleben. Und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass sie diese Klebestreifen, was übrigens Panzertape ist, anfängt zu fressen, was etwas doof ist. Und wartet mal ganz kurz. So sieht man ein bisschen weniger, da habe ich ein bisschen weniger das Lichtproblem. Ja, auf jeden Fall, dieses frisst dieses Panzertape jetzt und da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen, dass es das jetzt nicht mehr die ganze Zeit frisst. Und deswegen haben wir uns was überlegt und das ist dann halt eine kleine Veränderung in ihrem Haus, in ihrem Stall. Und ja, das werde ich euch dann später zeigen im nächsten Video. Bis dann, tschüss! Hi Leute! Also... ja, was hat sich bei mir die letzte Zeit getan? Mein Hase ist schlapp, der war gerade beim Rennen. Aber was ich euch schon länger mal zeigen wollte, wartet. Ich vermute, dass ihr gleich die Kamera angreift, also entschuldigt schon mal. Hier an der Seite mussten wir das Häuschen kleben. Aber gestern hat mein Hase angefangen, hier die Seiten abzuknabbern. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern der hat da richtige Teile rausgerissen und das da ist Panzertape. Und das war halt dann ein bisschen blöd, weil das sollte sie nicht fressen. Stimmt's, Isabel? Ja. Und jetzt haben wir eben festgestellt, dass die vielleicht einfach einen größeren Knabberbedarf hat. Und jetzt haben wir hier so eine Brücke aus Holz rein, dass sie was zum Knabbern hat. Und ja, jetzt ist sie gerade das erste Mal mit der Brücke und... Ihr scheint sie überhaupt nicht zu jucken. Gut, das dazu. Bis bald. Tschö. So, jetzt sind also ungefähr 4 Stunden vergangen. Seit dem letzten Block, wo Isa dann die neue Brücke erhalten hat, ist es auch schon dunkel. Ja, Isa nimmt die Brücke sehr positiv an. Sie hat jetzt schon damit gespielt, sie hat vorher dran rumgeknabbert. Sie klettert auch gelegentlich drauf und alles in allem bin ich ganz froh,
Weil Hasen sind ja bekanntermaßen Nagetiere und die brauchen immer so ein bisschen was zum Nagen. Und ja. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass es weiter noch so positiv annimmt. Man wird sehen, vielleicht wird es ja auch mal annehmen, wenn ich eine Kamera anhabe. Dann kann ich euch zeigen. Wupp. Jetzt ist mir gerade die Kamera aus den Händen geflutscht. Entschuldigt. Ja. Bis bald. So, wie wir gesehen haben, findet Isa ihr neues Brett schön. Das freut mich. Und jetzt sind wir beim Status. Isa freut sich riesig drüber, dass sie ein neues Spielzeug bekommen hat. Hier ist die Brücke. Und ich bin froh, dass es ihr gefällt. Okay. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Teil vom Video. Hier kommt jetzt wahrscheinlich ein kleiner Cut. Also dann, ciao! Ja, was heute außer der neuen Brücke in Isas Stall auch noch war, ist, dass ich heute auch etwas Neues geliefert bekommen habe. Au, mein Hase hat mir gerade den Zeh gebissen. Okay, und dieses, was ich geliefert bekommen habe, kam in dieser großen braunen Kiste da hinten. Und dann wollte ich mal schauen, was mein Häschen so macht und war total gespannt. Und ja, also momentan findet sie diese Kiste noch etwas gruselig. Ich werde euch jetzt ein bisschen zur Seite stellen. Ihr könnt dann einfach mal im Hasenauto zugucken, wie er die Kiste da erkundet. So. Isa, nicht direkt an die Kamera. Ich denke, jetzt wird sie sich gleich hinlegen und dann war's das. Ja, das war's. Naja, also die Kiste ist anscheinend neu, spannend, aber man will nicht viel mehr damit machen. Und dass sie euch jetzt ihren Puschel hinstreckt, tut mir auch leid. Ich habe die Erziehung wohl etwas schleifen lassen. Also dann. Sie rennt drumherum. Sie war auch schon mal drin. Und dann hat Mama gesagt, ich soll es doch drehen. Und dann habe ich gedacht, sie meint die Kiste. Und war voll. Jetzt schiebt sie die Kiste rum. Ah, man markiert. Auch da, die ist gerade im Büro. Macht irgendwelches Bürozeug. Isa, wenn du mir jetzt über die Tastatur rennst, haben wir ein ganz großes Problem. Dann haben wir, oh, da rennt die mir.
komme mir gerade vor wie der Klumppudding, weil es einmal um mich rumgerannt ist. Also, anscheinend findet Isa das Schönste, die Kiste rumzuschieben. Ist jetzt doof. Ich wollte doch, dass sie drin sitzt. Ja, komm. Schau, für dich ist sie reingegangen. Einmal in die Kiste. Ist das nicht süß? Oh. Ist ja voll putzig. Oh Gott. Okay. Das finde ich cool. Ist so wie Isa. Okay, wie ihr vielleicht merkt, sage ich am Ende von dem ersten Teil vom Blog und dann seht ihr morgen. Das ist ehrlich gesagt mit einer Woche Unterschied, aber immer noch zeitnah, hoffe ich zumindest. Jetzt habe ich heute das Video soweit geschnitten, das muss ich jetzt nur noch hier anhängen, diesen Teil hier. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Mein Hase auch. alles in allem würde ich sagen, es ist ein guter Blog geworden. Ich würde mich aber interessieren, möchtet ihr mehr aus Isas Leben erfahren oder eher nicht? Und ja, gut, ich werde jetzt noch meinen Sonntag genießen und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video, am Mittwoch müsste das sein. Und